Tag auch. Schön, dass ihr da seid beim Q&A zur letzten Folge zur Freien ArbeiterInnenunion. Und wir sind auch dieses Mal nicht alleine. Veit und Larry sind auch wieder dabei, um eure Rückmeldungen und Fragen zur letzten Folge zu beantworten. Wir haben jetzt einige Rückmeldungen zwar bekommen, aber das meiste, was man nicht wirklich verwerten kann für so ein Q&A. Aber es waren zwei längere Rückmeldungen dabei, die wir auch heute zum größten Teil besprechen wollen. Aber jetzt starten wir erstmal mit der Anekdote der Woche. Und jetzt kommt die Anekdote der Woche. Was ich gerne erzähle, ist, wie wir mit dem Infostand der FAO vor dem Jobcenter gestanden haben. Und das Jobcenter war sehr überfordert, gerade beim ersten Mal. Und auch eine der Leitungen ist runtergekommen, hat sich angeschaut, was wir da machen. Weil aber ein paar Kolleginnen auch zum Jobcenter mussten, haben sie ein bisschen mitgehört, was die da oben dann bei uns getuschelt haben. Und eine schöne Aussage war, dass da telefoniert wurde, anstatt mit einer anderen Leitung. Die haben dann ein bisschen erzählt, dass die sind da unten und die reden mit den Leuten, verteilen da Flyer und. Die sagen den Leuten, dass sie nicht alleine zu ihren Terminen müssen. Was machen wir denn da? Fand ich super witzig und super aufbauend, wie leicht das Jobcenter aus der Fassung zu bringen ist. Und haben Sie eine Gegenstrategie gefunden oder waren Sie komplett machtlos an dem Tag? Sie haben es versucht. Sie haben versucht, die Security von dem Einkaufszentrum, in dem das Jobcenter angeschlossen ist, auf uns zu hetzen. Und die haben dann halt geguckt, was wir da machen, aber nein, die konnten überhaupt nichts machen. Es war eine ganz normale, angemeldete Veranstaltung, ein Infostand. Nein, also sie waren absolut machtlos. Aber langsam kennen sie unsere Gesichter, da wir wirklich regelmäßig vor dem Jobcenter stehen. Ja, dann würde ich erstmal mit der ersten Rückmeldung starten, und zwar von David von der FAU Koblenz. Hi, danke erstmal für die Folge und danke auch an die beiden Genossinnen aus Magdeburg. Wie immer hoffe ich, dass mein Feedback solidarisch ankommt, sowohl bei euch als auch bei den Gästen. Ich fand die Folge allerdings nicht so gut. Hier mein Feedback. Und du hast ja generell eine sehr, sehr lange Rückmeldung gemacht. Wir werden auch nicht alle Punkte mit reinnehmen, aber wir werden jetzt einige von den Punkten in der Reihenfolge auch abarbeiten, wie du sie uns geschickt hast. Und dann kommen wir erstmal zum ersten Punkt. Es geht direkt los mit der Aussage, der Kernunterschied der FAU zu anderen Gewerkschaften sei, dass wir keine bezahlten FunktionärInnen haben. Ich meine, nein. So ziemlich alles, was direkt im Anschluss gesagt wird, halte ich für wichtiger. ArbeiterInnen entscheiden selbst, keine Sozialpartnerschaft, Abgrenzung vom Parlamentarismus. Das mit den bezahlten FunktionärInnen ist ja innerhalb der FAU auch umstritten. Lass uns mal die Mitgliederzahl verzehnfachen und dann gucken, welches Syndikat als erstes Festangestellte hat. In größeren anarchosyndikalistischen Gewerkschaften gibt und gab es sowas ja auch, wenn auch in viel kleinerem Ausmaß als zum Beispiel beim DGB. Ja, da hatten wir ja gerade schon am Anfang kurz vor drüber gescherzelt und geredet. Ja, ich glaube, die Frage hatte ich beantwortet an dem Tag. Ja, würde ich zustimmen. Also ich wollte gar nicht sagen, dass die Reihenfolge, in der ich die Sachen aufgezählt habe, auch die Wichtigkeit widerspiegelt. Das war einfach durcheinander und jo. Also wollte ich nicht so suggerieren. Und zu dem Punkt von FunktionärInnen halte ich halt für gefährlich, eher in die Gewerkschaft reinzumachen, aber es hat eine Diskussion. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Es geht erstmal um Antirassismus, Feminismus, Klimakrise, bevor es überhaupt zum Klassenkampf kommt. Finde ich unglücklich. Und ich finde auch die Formulierung zum Rassismus unglücklich. Es kommt rüber, als würden wir uns nur gegen Rassismus einsetzen, weil es halt notwendig ist, um die Gesellschaft zu verändern. Man hätte schon eher sagen können, dass diese urliberalen Gedanken von der Gleichheit aller Menschen natürlich zu unseren Grundwerten gehören. Dass wir uns als Lohnabhängige da organisieren, wo der Schuh gerade drückt. Natürlich ist der Internationalismus auch irgendwo strategisch notwendig. Also ich würde gerne auf die erste Sache eingehen, halt mit dem Bezug darauf, dass wir halt über Rassismus und so weiter erstmal sprechen, bevor wir über Klassenkampf sprechen. Ich dachte, für mich wäre das ziemlich klar, dass bei einer anarchistischen Gewerkschaft oder anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft, dass der Klassenkampf da ein zentrales Thema ist. Und für mich sind auch Themen wie Rassismus und Kampf gegen das Patriarchat grundsätzlich Teil des Klassenkampfes. Also für mich sind die Sachen gar nicht voneinander zu trennen. Deswegen fand ich das eigentlich so in Ordnung. Zu dem Punkt in der Mitte, da kann ich eigentlich zustimmen. Also
Ich habe ein bisschen vorausgesetzt, dass wir uns schon alle einig sind, dass wir natürlich gegen Rassismus sind, aber es ist eigentlich wichtig, das ganz klar zu kommunizieren. Wir sind nicht nur gegen Rassismus, weil es irgendwie im Klassenkampf nützlich ist, sondern wir sind aus moralischer Position gegen Rassismus, gegen Kolonialismus, wollen uns mit Leuten organisieren, weil wir daran glauben, dass sie recht noch ein gutes Leben haben. Vielleicht nur noch als kurze Anmerkung. Ich finde es nebenbei auch ganz witzig, dass ich eigentlich diese Formulierung, natürlich ist der Internationalismus auch irgendwo strategisch notwendig, auch ehrlich gesagt etwas unglücklich finde, weil ich Internationalismus auch eigentlich immer als einer unserer Grundpositionen oder Grundwerte wahrgenommen habe und das auch nicht einfach nur als strategische Notwendigkeit sehe, sondern auch tatsächlich dann als Grundwert den Kampf überall zu führen. Ja, ich denke, auf das genaue Verständnis jetzt vom Rassismus war das auch gar nicht hier angelegt, in der Folge darüber zu sprechen. Da sind wir, glaube ich, an anderer Stelle schon mal eingegangen und werden das vielleicht auch nochmal in einer zukünftigen Folge genauer machen. Da greifen wir natürlich dann immer mal wieder zu kurz. Drittens, Mitmachgewerkschaft, in der jeder alles machen können sollte. Das halte ich für realitätsfern und entspricht irgendwie so linken Szene-Denken. Verschiedene Menschen bringen verschiedene... Boah. Einmal Dampf ablassen. Fang doch mal vorne her, glaube ich. Das bleibt auf jeden Fall drin. Verschiedene Menschen bringen verschiedene Veranlagungen und Möglichkeiten mit. Wir können entweder eine kleine Anarcho-Elite-Organisation mit ein paar tausend Mitgliedern werden, wo jeder alles übernehmen könnte, oder wir können eine Massenorganisation mit hunderttausenden Mitgliedern werden, wo es Kader gibt, die Organisation übernehmen und ein Großteil der Menschen sich in geringerem Maße beteiligt. Diese Realität zu ignorieren bedeutet, dass wir intransparente, informelle Hierarchien aufbauen und dass Aufgaben oftmals schlecht und unzuverlässig erledigt werden. Oder eben, dass wir immer winzig und unbedeutend bleiben. Ich glaube, es ist halt einfach so, man hat 4 AnarchistInnen in einem Raum und hat 5 Meinungen zu einer Sache. Und da gibt es auch sehr verschiedene Ideen dazu, wie die FU funktionieren soll. Wir arbeiten das halt auch irgendwie alle gemeinsam aus. Und jede Person, die irgendwie Mitglied wird. Und ich glaube, da gibt es sehr viele unterschiedliche Ideen davon. Und ich und die Person, die ja gefragt hat, David, haben da anscheinend auch unterschiedliche Ideen zu, weil ich glaube nicht, dass wir eine Kaderorganisation brauchen. Ich glaube, das Interview erstrebt sehr dem Gedanken, was ich unter der FU verstehe. Ich glaube halt, dass da irgendwie die Lösung des Problems auch der Föderalismus ist, da wir dann ja in unseren eigenen Städten organisiert sind und diese oder in unseren eigenen Stadtteilen, in direkten Umgebungen, in unseren eigenen Betrieben etc., haben wir damit dieses Problem gelöst, weil ich muss ja nicht überall in der Massenorganisation Teil davon sein, sondern muss ja nur bei mir vor Ort Teil davon sein. Und da bin ich auch am besten die Person, die Ahnung davon hat. Und da sind auch die anderen Menschen, die mit mir organisiert sind, die bessere Ahnung davon haben. Und ich glaube, da haben wir ein unterschiedliches Verständnis von, und dafür brauchen wir keine Kader oder Leute, die mehr Ahnung haben, sondern die Leute, die, naja, kämpfen, sind die Leute, die die meiste Ahnung davon haben. Und da brauchen wir keine FunktionärInnen, meiner Meinung nach. Also ich würde an der Stelle David zustimmen, dir vielleicht so ein bisschen widersprechen. Wir gehen ja von einem Zustand aus, wo wir nicht mehr nur 1500 Mitglieder sind, sondern also zehntausende Mitglieder, hunderttausende Mitglieder, was ja das Ziel eigentlich einer Gewerkschaft und auch unserer Gewerkschaft sein sollte. Ich glaube nicht, dass David davon gesprochen hat, dass die FAU eine Kaderorganisation in dem Sinne werden soll, weil eine Kaderorganisation kann halt immer nur eine sehr kleine Organisation abbilden, sondern dass es eben innerhalb von der Gewerkschaft, wenn die sehr groß ist, braucht es eben Kader letztendlich, auch wenn es keine Kaderorganisation ist, weil die Masse der Mitglieder wird dann zu dem Zeitpunkt eben, wenn überhaupt, dann nur noch die Grundwerte des Anarchosyndikalismus verinnerlicht haben, also wie wir Kämpfe führen und so weiter, aber auch nicht mehr. Und das war ja auch in der historischen Freien ArbeiterInnenunion Deutschlands, ohne Gender an der Stelle, war das ja auch dann ein riesiges Thema, dass also plötzlich innerhalb von wenigen Jahren Zehntausende von Mitgliedern dazugekommen wären. Und wir müssen uns jetzt mal überlegen, was würde mit der FAU in dem jetzigen Status passieren, wenn jetzt plötzlich nächstes Jahr 10.000 Mitglieder mehr wären. Also nicht irgendwelche Szene-AnarchistInnen, sondern wirklich einfach normale Lohnabhängige, die einfach nur sagen, oh, die FAU, das ist eine tolle Gewerkschaft, ich habe nichts mit Anarchismus am Hut, aber es ist wichtig, eine Gewerkschaft zu haben, die wirklich für meine Interessen einsteht und die auch kämpferisch ist. Da würden wir aber richtig doof aussehen und da müssten wir uns also Gedanken machen, wie schaffen wir es, dass die FAU ihre Grundwerte nicht verliert? Und da können wir eben nur darauf bauen oder als einen Weg darauf bauen, dass wir eben fähige Leute haben, die wirklich viel Energie da reinsetzen, dass eben diese Grundwerte erhalten bleiben. Das hat dann auch wenig mit Anarcho-Elite oder sowas zu tun, sondern einfach mit dem Wunsch, das dann zu erhalten. Also in meiner Arbeit, wo ich mich bewegt habe durch die FAU, fällt mir gerade einfach nicht ein,
welche Struktur das jetzt konkret wäre. Also wir haben jetzt sehr theoretisch gesprochen, aber wenn ich konkret denke, okay, was haben wir denn für Aufgaben, so Kasse, Kontakt halten, Pressekontakt, Gedöns organisieren, Mitgliederverwaltung. Also ich sehe nicht, wo es notwendig ist, das in Elite zu häufen. Ich sehe, wo es übergangsmäßig notwendig sein kann. Wenn wir eben dieses explosive Mitgliedswachstum haben, dann brauchen wir Leute, die das schnell umgehen, einfach weil wir gerade keine anderen Ressourcen haben. Und das ist dann immer für mich nicht in der Natur der Sache, sondern das ist für mich darin, dass wir schlecht vorbereitet sind auf ein plötzliches Mitgliedswachstum. Warum haben wir denn nur zwei Leute im Syndikat, die die Kasse machen können? Oder warum findet sich denn keine anderen Leute für die Aufgaben? Dann haben wir ja vorher schon die ganze Zeit versagt, die Aufgaben zugänglich zu machen. Oder wir haben versagt, auf die Leute zuzugehen, dass wir den Ressourcen schaffen. Was ich da eigentlich noch immer recht wichtig finde anzumerken, ist das, was auch eigentlich so ein bisschen aus der Rückmeldung rausklingt. Der ganze Punkt, warum ich auch finde, dass diese Diskussion dann häufig recht schwach geführt wird oder ins Leere führt, ist nämlich die Tatsache, dass einfach diese ExpertInnen und diese Kader schon existieren und die jetzt faktisch schon viele Teile der Organisation übernehmen, das aber einfach nicht klar kommuniziert wird oder formalisiert wird und dadurch sich auch diese verdeckten Autoritäten, diese verdeckten Machtstrukturen in so einer Gewerkschaft durchsetzen können. Also ich würde einfach sagen, ihr könnt doch sicherlich jetzt aus vielen FAU-Gruppen, die ihr jetzt auch schon kennt, bestimmte Mitglieder herausnehmen, die gerade extrem viel für das jeweilige Syndikat machen und meistens auch in einer Expertenposition auf irgendeinem gewissen Punkt. Egal, ob es jetzt Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit oder einfach nur Veranstaltungsreden sind. Und da würde ich doch sagen, tut es eigentlich eher einer Organisation gut, wenn solche Sachen formalisiert werden und für alle zugänglich sind und auch die verschiedenen Skills davon dann geteilt werden können. Das Ganze ist dann nochmal natürlich auf einem ganz anderen Niveau, wenn wir jetzt das alles bedenken, was Marian gerade angesprochen hat bezüglich des Mitgliederwachstums. Nur ganz kurz einmal nochmal, was auf Larry gesagt hat. Also es geht nicht primär um solcherlei Aufgaben, sondern es geht auch darum, dass eine Gewerkschaft, auch wenn sie anarchosyndikalistische Grundwerte hat, immer die Gefahr besteht, dass sie sich zu einer sozialdemokratischen Organisation umwandelt. Und wenn also die Grundwerte des Anarchosyndikalismus nicht aufrechterhalten werden können, wenn sehr, sehr viele Tausende, Zehntausende von Mitgliedern dazukommen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man sich also rein in diesem reformistischen Kampf verliert. Und dann, das hat es auch mehrmals schon gegeben in der Vergangenheit. Und da muss man dann doch auch einen Weg finden einfach. Ist die Frage, welcher Weg der richtige ist, aber einen Weg finden, wie man das vermeidet. Und das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Diskussionspunkt im Anarchosyndikalismus. Ja, auf jeden Fall. Deswegen finde ich die Diskussion auch wichtig. Nach meiner Einsicht nach ist eben Föderalismus das, wo dieses Problem auflösen würde. Und zu dem, was ein Redebeitrag davor gesagt wurde, bin auf jeden Fall dafür, diese intransparenten, informellen Hierarchien offenzulegen, ganz klar zu kommunizieren, dass alle darüber Bescheid wissen. Ich würde aber nicht sagen, dass das das Ziel ist, dass wir dann diese transparenten, formellen Hierarchien dann haben und dann ist es gut, sondern es ist für mich nur der Zwischenschritt, das anzuerkennen und dann als nächsten Schritt zu gucken, okay, wie kriegen wir die Hierarchien dann wieder weg? Also wie kriegen wir diesen Kader, den wir jetzt ganz klar kommuniziert auf den Tisch gelegt haben, wie kriegen wir den wieder weg? Ja, ich glaube, da haben wir dann auch einfach eine unterschiedliche Sicht auf die Sache, aber das ist sicherlich auch ein spannender Punkt, den wir dann nochmal angehen werden, das ganze Kadermodell, wenn unsere Plattformismus- und Espezifismus-Folge rauskommen wird. Ja, dann kommen wir zur nächsten Rückmeldung, wenn man da natürlich noch sehr viel weiter darüber diskutieren könnte und auch müsste, denke ich, aber es fehlt einfach die Zeit. Viertens, das imperative Mandat wurde mir etwas zu intensiv besprochen. Klar, solche rein organisatorischen Dinge sind wichtig. Transparenz, Rechenschaftspflicht, Abwählbarkeit, Weisungsgebundenheit, alles gute Mechanismen. Aber genau auf sowas wird mir von vielen Anarchistinnen zu viel Wert gelegt. Genauso wie beim Konsenstrend. Vor einiger Zeit, als alle dachten, das Problem unserer bürgerlichen Demokratie sei, dass es Mehrheitsabstimmungen gibt. Das Problem sind aber doch die ökonomischen Verhältnisse und damit die wahren Machtverhältnisse, die jede Wahl zur Farce macht. Ich würde sagen, auf jeden Fall ökonomische Verhältnisse sind ein großer Punkt bei der ganzen Sache. Auf den Rest möchte ich nicht so eingehen. Wir haben das Mandat halt besprochen, das hat sich halt so ergeben im Gespräch. Ich würde aber sagen, dass halt eben nicht die ökonomischen Verhältnisse, nicht die einzigen Verhältnisse sind, die so starke Machtverhältnisse darstellen. Natürlich halte ich auch jede Bundestagswahl oder jede parlamentarische Wahl für eine Farce und das bin ich absolut dabei. Nur glaube ich halt eben, dass andere Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft ganz klar immer noch erhalten sind. Wir haben rassistische Strukturen, wir haben gerade Strukturen wie das Patriarchat, die sich gewaltig durch unsere Gesellschaft ziehen und dann nur auf die ökonomischen Verhältnisse zu pochen, erscheint mir etwas
reduziert und lässt halt andere Verhältnisse außen vor und klingt für mich schnell nach Haupt- und Nebenwiderspruch. Und da bin ich nun wirklich kein Freund von. Also ich glaube, auch da würde ich nochmal dafür zur Seite springen, dass ich nicht glaube, dass er das meint so. Ich glaube, es geht eher darum, diese Verhältnisse von Patriarchat, Rassismus etc. aus eben den ökonomischen Verhältnissen heraus zu sehen, so als allererstes. So wie du das eigentlich auch selber schon am Anfang gesagt hast, Veit, dass aus diesem Klassenkampf heraus auch zu, dass das halt natürlich elementarer Teil der Klassenkämpfe ist und das aus diesen Klassenkämpfen heraus zu machen. Aber ich glaube, da ging es ihm, glaube ich, darum gar nicht darum, das so zu sagen, das irgendwie so einen Haupt- und Nebenwiderspruch aufzumachen. Das ist ja auch nun wirklich jetzt einfach nicht der relevante Teil dieser Rückmeldung, sondern es geht ja eher um die Frage von Konsensentscheidung, Mehrheitsentscheidung und ähnlichem. Also Entscheidungsfindung und ökonomische Basis davon. Also ich finde alle Teile der Frage relevant, drauf einzugehen. Aber ich verstehe auch diesen Teil mit Konsenstrend nicht. Also das ist eine abwertende Bezeichnung. Deswegen verstehe ich nicht genau, was damit ausgedrückt werden wollte eigentlich. Weil ja dann im nächsten Halbsatz kommt, das Problem unserer bürgerlichen Demokratie sei, dass es Mehrheitsabstimmungen gibt. Aber Konsens und Mehrheitsabstimmung ist ja sich ausschließend. Also ich verstehe die Aussage nicht genau, aber wollte noch mit reinbringen, dass sehr viele Konsenstheorien feministische Theorien sind und wir müssen sehr aufpassen, da nicht sofort eine Abwertung zu machen, nur weil es sich noch nicht etabliert hat in Gruppen, die sehr von Klasse ausgehen und bei Klasse enden. Ich finde es halt auch sehr spannend, in anderen Gesellschaften zu gucken, wie da Konsens gehandhabt wird. Ich bin halt gerade dabei, mir mehr zu den Zapatistas anzulesen. Und die haben eine sehr starke Konsenskultur, die sehr beeindruckend ist und die eben nicht entstanden ist, nachdem sie so einen Separatismus aufgebaut haben, sondern die es teilweise auch stark schon vorher gab. Aber ich bin auch dabei, mich anzulesen und eben nur einbringen, dass Konsens irgendwie nicht in der Uni oder so erfunden wurde, sondern dass sehr, sehr gelebtes ist, gerade bei Leuten, die kolonialisiert wurden. Vielleicht noch abschließend, weil ich das richtig finde, weil ich es wichtig finde, das richtig zu stellen, so rum. Ich glaube, worauf sich David da bezogen hat, ist er bei dem Ganzen genauso wie beim Konsenstrend vor einiger Zeit, als alle dachten, das Problem unserer bürgerlichen Demokratie sei, dass es Mehrheitsabstimmung geht, wo du gerade meintest, dass du die Aussage nicht ganz verstanden hast. Ich glaube, da geht es dann eher darum, dass halt ja bei diesem starken Wertlegen auf Konsensentscheidungen innerhalb von Gruppen, jetzt gar nicht bezogen auf dieses Konsens im Zwischenmenschlichen, sondern in Gruppenentscheidungen, dass dann der Konsens angestrebt wird, anstatt das über Mehrheitsentscheidungen oder basisdemokratische Abstimmung zu machen, dass da dann vielfach einfach gesagt wurde, dass in der bürgerlichen Gesellschaft das Problem ja gar nicht die ökonomische Basis sei, sondern eher die Art und Weise, wie Entscheidungen gefunden werden. Dass man das dann, wenn man das im Konsens entscheiden wird, anstatt in einer parlamentarischen Demokratie oder in Mehrheitsentscheidung, das Problem dann eigentlich gelöst sei. Ich sehe das jetzt auch nicht genauso wie David. Ich hatte jetzt nicht wahrgenommen, dass viele Leute da einfach die ökonomische Basis verstehen. Aber ich habe auch mitbekommen, dass Leute das dann in so eine liberale Richtung verstehen und einfach sagen, wir müssen die Entscheidungsfindung innerhalb der Gesellschaft ändern, ohne die ökonomische Basis zu ändern. Und ich würde sagen, da kann dann natürlich auch der Konsenstrend einfach in eine reformistische Richtung gehen. Ah ja, nee, jetzt habe ich den Satz verstanden. Also quasi dieser Gedanke, unser Parlamentarismus würde ja funktionieren, wenn es Konsens wäre und keine Mehrheitsabstimmung. Okay, ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Punkt von David. Und zwar ist das Punkt 5. 1937 ungefähr. Das hätte man doch lieber rausschneiden und den Take neu aufnehmen sollen. Ist ja nicht schlimm, wenn man mit den Jahreszahlen unsicher ist, aber dafür ist es ja nicht live. Ja, ich denke, es waren ein paar Ungenauigkeiten, speziell im geschichtlichen Teil drin, aber wir haben das ja auch, wir kommunizieren das ja auch immer, dass wir halt locker über die Sachen reden und da trifft man natürlich auch mal was, was halt nicht stimmt, aber wichtig ist natürlich trotzdem, das einmal dann klarzustellen. Da ist ja auch mir die Sache mit der Sack, dass sie aus Spanien ist, natürlich. Ich war auch, als ich es mir dann angehört habe, war so, oh Gott, wie konnte ich mir das passieren, dass ich Schweden und Spanien einfach nur verwechselt habe. Da merkt man halt einfach, wir haben halt einfach ein Gespräch geführt und es war entspannt und da achten wir jetzt nicht darauf, dass wir jede Jahreszahl genau zitieren. Gab es ja auch noch eine andere Anmerkung in einem Kommentar. Ich finde dieses Gesprächsformat aber auch richtig gut und richtig zugänglich. Also es könnte sein, dass ich nicht aufgetreten wäre, wenn ich gewusst hätte, okay, das ist ein geskriptetes Interview, ich muss vorher alle Fragen ausarbeiten, da brauche ich noch mehr Zeit, muss Energie reinstecken. Also die hätte ich halt diesen Monat einfach nicht gehabt. Und dadurch, dass es ein Gespräch ist, war mir klar, okay, es ist locker, wir sitzen auf der Couch und reden miteinander. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den wir vorlesen wollen von David, und zwar der 8. Bei der Frage, wie die FAU arbeitet, wird so das typische Beispiel beschrieben, wie es meistens läuft, aber eigentlich nicht laufen sollte. Jemand hat ein Problem, wurde oft bereits gekündigt
kommt dann zu uns und wir führen den Kampf. Die FAU als militante Arm des Rechtsstaats. Das ist natürlich leider häufig unsere Realität. Aber von dieser Feuerwehrpolitik müssen wir ganz dringend weg und stattdessen Betriebsgruppen aufbauen und die Belegschaften organisieren. Ich finde es dann befremdlich, wenn aus der unbefriedigenden Realität plötzlich der Kern unserer gewerkschaftlichen Selbstverständnis geworden ist. Nicht falsch verstehen. Ich bin in einem kleinen Syndikat wie Koblenz froh um jede Lohneintreibung, aber das kann nur der erste kleine Schritt sein. Mit solchen Arbeitskämpfen allein werden wir keine Massenorganisation werden. Also ich hätte gedacht, wir hätten damit Bornheim und Gorillas gute Beispiele genannt, wo es halt auch um Streiks geht und auch große Betriebsanteile oder große Anteile des Betriebs bzw. der Belegschaft sich auch in den Streiks beteiligt haben. Ich bin da voll eigentlich auf deiner Seite, David, nur ich würde halt sagen, dass wir auch, wenn wir größere Organisationen sind und ein paar hunderttausend Mitglieder haben und wir diese ganzen großen Streiks führen können und Betriebe auch vielleicht kollektivieren können, sollten wir auf keinen Fall vergessen, auch diese kleinen Kämpfe zu kämpfen. Weil ich glaube, das ist auch eine Sache, die den großen Gewerkschaften massiv geschadet hat, dass sie sich nur auf die großen Kämpfe gestürzt hat und die kleinen Kämpfe irgendwie vernachlässigt hat, weil auch die ja auch massiv dafür sorgen, dass die Leute uns vertrauen, dass wir auch für die Kleinigkeiten irgendwie auch einen Blick haben, beziehungsweise die Leute uns vertrauen, weil ich, für mich ist es auch wichtig, dass ich meine kleinen Kämpfe gegen das Jobcenter und so weiter auch in der FAU führen kann und nicht nur irgendwelche großen Tarifverträge und so weiter abgeschlossen werden. Ja, ich finde, das hast du echt gut herausgestellt, dass das halt auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass es einfach die Möglichkeit gibt, wenn man ein kleines Problem hat, zur Sozialberatung dann zu kommen und dann wird der Kampf auch mit der FAU da zusammengeführt. Nebenbei finde ich es aber auch wichtig zu beachten, dass du, David, das ja auch richtig rausgestellt hast, dass das halt der erste Schritt ist und dass es halt viel einfacher ist, solche Kämpfe zu führen, als jetzt die großen wilden Streiks oder Betriebsgruppen zu gründen. Und häufig diese Leute, die ja durch diese kleinen Kämpfe dann in die FAU kommen, auch die Basis für das spätere Gründen von solchen Betriebsgruppen bildet oder dann auch von Leuten, die innerhalb den eigenen Betrieben dann aktiv werden. Und das zeigt ja auch vielen Leuten dann erstmal, okay, FAU wirkt im Kleinen und von da aus kann man dann weitergehen. Aber ich finde das auch eigentlich einen recht spannenden Gedanken, ganz nebenbei, bezüglich dieser ganzen Thematik, dass man, glaube ich, bei diesem militanten Arm des Rechtsstaates, was man ja auch in anderen Kämpfen macht, das ist jetzt nicht nur auf den Gewerkschaftskampf bezogen, das haben wir auch beispielsweise in unserer Antifaschismus-Folge angeschnitten, dass man das, glaube ich, auch häufig macht, weil man einfach sich auch in gewissermaßen dann auf die ja Legitimität durch den bürgerlichen Rechtsstaat bezieht, weil es einfach bei vielen Leuten noch die Wahrnehmung gibt, das, was da in den Gesetzestexten festgeschrieben ist, das hat eine Legitimität und da kann man sich auch moralisch drauf beziehen. Und ich glaube, deswegen machen linke Gruppen das dann auch gerne und sicherlich auch in Teilen dann die Gewerkschaftsbewegung, dass sie sagen, guck mal, der Arbeitgeber oder der Staat hält sich nicht an seine eigenen Gesetze und hier können wir dann wirklich einen Skandal draus drehen. Also ich verstehe diesen Mechanismus, wobei ich es dann auch auf Dauer auf jeden Fall diskussionswürdig finde und ich denke, man sollte da auch offen drüber reden, ob man sich auf diese Legitimität beziehen möchte. Dann würde ich zur nächsten Rückmeldung übergehen, die ist von Steve. Hallo, mega Folge. Finde es immer toll, wenn Gäste da sind. Diesmal habe ich aber zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Eher semantisch und nicht inhaltlich. Erstens, ich bin mir nicht sicher, wo sich der Genossin politisch platziert, aber der Anarchismus ist links. Das linke Spektrum gehört nicht alleine den Starlos und den MLPDs dieser Welt. Auf jeden Fall sehe ich das so. Ja, die Frage ist ja wohl dann direkt an mich. Also das Ding ist, ich würde halt links immer im Kontext mit dem Staat sehen, weil sich der Begriff irgendwie daraus entwickelt hat, mit dem Parlamentarismus, wo die Linken, die Kommunistinnen, wo die Sozialistinnen im Parlament gesessen haben. Und darüber gibt es halt natürlich Diskussionen. Und ich habe da meine Meinung zu und man kann da halt eine Diskussion drüber führen. Und ich würde auf jeden Fall jetzt nicht sagen, ja, okay, sobald du dich als Anarchistin, als links verstehst, bist du keine richtige Anarchistin oder sowas. Würde ich auf keinen Fall sagen. Ich wird nur halt in der historischen Auseinandersetzung habe ich so meine Kritikpunkte an dem Begriff links und verstehe mich deshalb selbst nicht so. Ich sehe mich aber eindeutig als anarcho-kommunistisch, anarcho-syndikalistisch und kollektivistisch. Also ich würde sagen, dass ich doch auf jeden Fall mit Linken mehr gemeinsam habe als mit Liberalen oder Rechten natürlich. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass du von der Perspektive das sagst. Ich habe mich auch lange Jahre nicht als links, sondern als anarchist bezeichnet. Für uns ist es aber auf jeden Fall auch nochmal wichtig klarzustellen, dass Joshua und ich
würden es auf jeden Fall in der linken Tradition sehen und auch sagen würden, dass der Anarchismus links ist. Also allein schon dadurch, dass der Anarchismus sozialistisch ist. Und das ist auch sehr wichtig zu betonen, weil wir eben damit auch uns auch abgrenzen wollen von vielen nicht-sozialistischen, anarchistischen Strömungen. Genau. Also das ist für uns auch nochmal wichtig, dass festzustellen, dass hier keine Verwirrung bei unseren HörerInnen aufkommen. Ich glaube, für alle, die den Punkt auch nochmal spannend finden, können gerne in die Anarcho-Kommunismus-Folge reinhören, bei der wir auch auf die ganze Frage von sozialistischer Tradition des Anarchismus eingehen. Dann hast du uns noch einen zweiten Punkt geschrieben. Ich finde, dass das Wort Utopie sehr negativ geladen ist und wir machen uns somit sehr angreifbar. Die Utopie des libertären Kommunismus, Anarchismus, Föderalismus etc. hört sich wie ein Talking Point der liberalen, konservativen Rechten an. Und die Begriffe Anarchismus, Sozialismus sind auch sehr negativ geladen und wir werden auch mit den Begriffen angegriffen, dass wir die gebrauchen. Das ist eine Diskussion. Aber das eine wollte ich richtigstellen. Stimmt, Anarchismus ist nicht utopisch. Weil für mich macht Utopie aus, dass es etwas ist, das nicht erreicht werden kann, aber dem sich ständig angenähert werden kann. Und Anarchismus halte ich für erreichbar, damit nicht utopisch. Und ich wollte noch sagen, dass ich den Begriff Utopie super wichtig finde. Ich merke das bei mir selbst, bin halt im Kapitalismus aufgewachsen. Ich habe dadurch sehr viele festgefahrene Gedankengänge. Ich brauche es, über Utopie nachzudenken, um überhaupt das gute Leben vorstellen zu können. Ich habe mich auch öfter mit Leuten ausgetauscht, die ebenfalls das Problem haben, sich das gute Leben vorzustellen, sich vorzustellen, respektiert zu werden, sich vorzustellen, Raum einnehmen zu dürfen, sich vorzustellen, dass Interessen durchgesetzt werden, dass es in Ordnung ist, dass sie Interessen haben, die von anderen Leuten abweichen, nicht schon Probleme haben, sich auf diesem Niveau das vorzustellen. Also es sind sehr, sehr viele Grenzungen im Kopf, leider. Ich halte es für super wertvoll, über Utopien zu sprechen und sich die auszumalen, auch wenn wir sie nicht erreichen werden. Aber damit wir wissen, wo unsere Arbeit hingeht, also wo unsere unendliche Annäherung hingehen soll. Also ihr erlebt gerade einen sehr seltenen Moment, in dem ich und Larry sehr unterschiedlicher Meinung sind. Muss sagen dazu, wir kennen uns seit 10 Jahren. Und ich finde den Begriff Utopie absolut unbrauchbar und stimme da Steve absolut zu. Ja, aber Steve hat ja auch noch einen letzten Satz dazu geschrieben. Und zwar, es ist eher utopisch, dass der Kapitalismus grün und fair sein kann. Und ich finde eigentlich, damit hat das auch nochmal ganz gut zusammengefasst, wenn man den Utopiebegriff so verwenden möchte als eine nicht erreichbare Idealgesellschaft. Und ich glaube, das ist auch eigentlich was, was wir viel häufiger Konservativen und Liberalen dann bezüglich dessen entgegenhalten können, dass sie sich halt eine kapitalistische Gesellschaft vorstellen, in der irgendwie die Klassengegensätze innerhalb des Kapitalismus aufgelöst werden und alle gemeinsam schön Hand in Hand zusammenarbeiten und jeder auf der Welt zu essen hat und es der Erde gut geht. Weil ich glaube nämlich gerade das ist, zumindest in dem Sinne der nicht erreichbaren Gesellschaft, utopisch. Damit sind wir zumindest auf alles, was wir wichtig fanden, nochmal anzusprechen, eingegangen. Vielleicht habt ihr euch auch wiedergefunden in den Kritikpunkten oder in dem, was angesprochen wurde. Und wir hatten ja auch durchaus unterschiedliche Positionen heute. Ich hätte gerne auch weiteres vertieft. Tun wir sicherlich an anderer Stelle vom Podcast nochmal. Und zumindest Larry hören wir auch in der Zukunft dann nochmal wieder, wie schon in der allgemeinen Folge beschrieben, dass wir nochmal zur feministischen Vernetzung in der FAU was machen. Und in dem Sinne nochmal vielen lieben Dank, dass ihr bei uns wart, Larry und Veit. Ja, wir hören uns dann nächsten Sonntag bei Übertage wieder. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Warum sagen wir das? Wenn wir das nochmal am Ende sagen.